Gemeinsam mit anderen in einer Gruppe in direktem Kontakt auf Augenhöhe durch den winterlichen Park zu walken, ist normalerweise kein Problem. Für Heinz Schwarz allerdings ist es therapeutisch gesehen ein großer Schritt. Noch vor einigen Tagen gab es eine große Lücke zwischen ihm und den anderen, nicht nur beim Laufen. Angst- und Panikstörungen bestimmten seinen Alltag. Heinz Schwarz zog sich immer mehr zurück. Bei einer Angst- und Panikstörung ist es oft so, dass die Patienten in so einem hohen Stressmodus sind, dass jeder weitere Reiz dazu führt, dass sie dann Angst vor sich selber haben, Angst vor Kontrollverlust, Angst zu versagen, merken dann auch, dass das zu viel ist, als Reizüberflutung fungiert. Und da sagen wir ja nicht umsonst, dass das Stressmodell dann wirksam wird, dass eine hohe Anspannung, die dann noch höher zu werden droht durch weitere Reize, sei es, ob das eben Mitpatienten sind oder andere Umgebungsreizen, dann ganz schnell zu viel werden. Sich zu kontrollieren, zu lernen, sich in einem neuen Umfeld ohne Angst zu bewegen, zu merken, wie Anspannung abfluten kann, ist ein persönlicher Erfolg. Flankiert durch Maßnahmen eines multiprofessionellen Teams der Tagesklinik Brandenburg. Die Tagesklinik ist eine teilstationäre Einrichtung für Menschen mit seelischen Erkrankungen oder Störungen in einer akuten Krise. Sie schließt die Lücke zwischen ambulanter und vollstationärer Behandlung. Täglich ist im privaten Umfeld ein Abgleich möglich. Für Heinz Schwarz war der erste Schritt in die Gruppentherapie, wie für die meisten Patienten, nicht leicht. Doch aus ihren langjährigen Erfahrungen heraus verstehen die Mitarbeiter der Tagesklinik, Schwellenängste zu nehmen. Wer sich bewusst helfen lassen will, trifft sich erst einmal im Infocafé. Wie sieht das aus, wenn ich noch andere Arzttermine habe, Zahnarzt und... Das Infocafé ist dazu da, die Patienten so ein bisschen zu entängstigen, ihnen schon ein bisschen Informationen zu geben, ihnen zu zeigen, wie wir hier arbeiten und wie wir uns für sie interessieren und was wir ihnen anbieten können. Begleitet wird Heinz Schwarz beim Erstkontakt von Stationsmitarbeitern und Patienten. Sie zeigen dem 51-Jährigen die Therapie- und Aufenthaltsräume, sprechen zudem über ihre Erfahrungen. Das ist in erster Linie eine Information, die wir hier geben vorab, ein Zeigen, informieren, und so läuft auch die gesamte Behandlung ab, dass wir Patienten aufklären über ihr Krankheitsbild und nichts Unabgesprochenes mit den Patienten machen. Also Information ist da eigentlich der Hauptteil, über die Erkrankung, über ihren Weg, über Verbesserungsmöglichkeiten, über Einzelgespräche, über Gruppenpsychotherapie. Die psychiatrische Tagesklinik befindet sich auf dem Asklepios Fachklinikum Brandenburg an der Havel. Ein historischer Standort, seit über 100 Jahren ein Zentrum der Nervenheilkunde. Auf dem parkähnlichen Gelände sind modern eingerichtete Stationen, die technisch hervorragend ausgestattet sind, miteinander verknüpft. So wird jeder neue Patient in der zentralen Aufnahme medizinisch voruntersucht. Man muss natürlich körperliche Symptome ausschließen. Es kann immer mal sein, dass, weiß ich nicht, eine Schilddrüsenunterfunktion da ist oder Überfunktion. Sowas kann auch psychische Probleme machen. Außerdem müssen wir natürlich abklären, dass da nicht irgendwie noch was anderes mit ist, was mit behandelt werden muss. Also sicherlich geht es vor, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, ihn in die Kardiologie zu überweisen. Außerdem haben wir natürlich Patienten, die schwer alkoholisiert zum Beispiel hier ankommen, um zu gucken, welchen Alkohol haben sie, müssen wir sie überwachen oder können wir sie auf eine offene Station geben. Für eine erfolgreiche Therapie in der Tagesklinik wirken Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Ein Kernpunkt bei Menschen mit psychischen Problemen ist die Gesprächstherapie. In Gruppen- oder Einzelsitzungen mit Psychologen. Die Einzelgespräche spielen eine total wichtige Rolle, weil viele Patienten ja im Prinzip ja auch Schwierigkeiten haben, sich in der Gruppe zu öffnen. Das sind alles total fremde Menschen, die sozusagen plötzlich auf einem Haufen sind. Ja. Und für viele ist einfach die Hemmschwelle kleiner, sich hier zu öffnen. Weiterer Schwerpunkt ist das Fassen von Vertrauen in andere und vor allem in seine eigenen Fähigkeiten. Hierzu gibt es verschiedene ergotherapeutische Angebote auf dem Klinikgelände. Die Kreativpalette reicht von Töpferkursen über Zeichnen bis hin zum Korbflechten. Wir haben es ja häufig so, dass viele Patienten eben alleine wohnen, keine Kontakte mehr knüpfen, sich so zu Hause ein bisschen verkriechen. Und das ist natürlich in der Therapie ganz wichtig, dass man daraufhin arbeitet, in Gruppen zu arbeiten, miteinander sich beschäftigt, Kontakte knüpfen kann.
darum hauptsächlich. Angeschlossen an das vielfältige Netz von Angeboten ist die Physiotherapie. Von Fitnessraum bis hin zum Indoor-Vertikal-Kletterkurs. Zur Koordination der Bewegungsabläufe ist es wichtig, dass man sich auch, sag ich mal, geistig im Kopf hat, den Bewegungsablauf. Ne? Gut, ansonsten geht es beim Klettern in erster Linie darum, dass der Sicherungsmann die Verantwortung, oder die beiden Sicherungsleute, wir haben ja hier zwei, einer der Hauptsicherer und einer der Hintersicherer. Das Ganze nennt man redundante Sicherung, also doppelte Sicherung, damit nichts passieren kann. Und die Sicherungsleute haben natürlich die größte Verantwortung für das Leib und Wohl des Kletternden. Und dazu kommt natürlich jetzt, wie wenn man oben ist, am Ende, dann völlig die Verantwortung abzugeben, die Kontrolle abzugeben, also die Verantwortung für sich selber und die Kontrolle abzugeben, was für viele Patienten ja ganz schwierig ist, weil sie eben Ängste haben, die Kontrolle in der Situation zu verlieren. Und das kann man hier sehr schön in Echtzeit mit entsprechenden auch Konsequenzen, die sofort da sind, wenn man hier irgendwelche Fehler macht, einfach erleben. Die Kontrolle über sich situationsbedingt zu verlieren. Eine Angst, die Heinz Schwarz in der psychiatrischen Tagesklinik Brandenburg genommen wurde. Hier lernt er eben, dass alles nicht so schlimm ist, obwohl er sich in einer völlig anderen Umgebung befindet und kann das dann zu Hause im häuslichen Umfeld weiterprobieren. Das ist ja das Positive an der Tagesklinik. Die psychiatrische Tagesklinik Brandenburg an der Havel bietet auf einem Gelände alle therapeutischen und medizinischen Strukturen. Um Erwachsenen mit einem psychotherapeutischen oder psychosomatischen teilstationären Behandlungsbedarf den Weg aus der Krise zu zeigen.